Hallo, hallöle, liebe YouTube-Gemeinde, hier ist die Saustessa mal wieder für euch und ich mache heute ein Video über eine Box, aber es ist noch nicht die meine Couchbox. Ich werde heute für euch das Unboxen etwas üben. Ich bin da noch nicht so geübt. Ich kann euch ja zwei Kanäle mal verlinken, hier unten in der Infobox, die schon etwas geübter sind mit Unboxing. Das wäre einmal der Kanal Puzzle Number 13 und Unboxed. Und die grüße ich jetzt auch mal. Ich werde in eure Fußstapfen treten, eure großen, großen Fußstapfen. Und werde jetzt mal probieren, die Box hier zu unboxen. Wie man schon so schön sagt. Das ist die Black Friday Funko Surprise Box. Und von GameStop. Und ja, die habe ich jetzt entdeckt. Der Black Friday ist jetzt auch schon fast sogar eine Woche her, also anderthalb Woche ungefähr. Aber ich werde die jetzt trotzdem mal unboxen. Ich habe mir auch schon ganz viele Unboxings davon angeguckt und ich wollte es einfach mal selber machen. Ich lasse mich jetzt auch überraschen. Ich habe die noch nicht ausgepackt oder so. Also ich lasse mich jetzt wirklich live überraschen. Ich wünsche euch viel Spaß. Ich fange mal an mit dem Schlüsselanhänger bzw. Umhängedingsbums. Ja. Es sieht aus. Es wäre schön, wenn du offen bleibst. Es sieht aus wie eine Street Fighter Box. Das erkennt man hier auch an dem Ryu. Den packe ich auch gleich mal aus. Was sieht er denn aus? Knirsche, Knirsche, Knirsche. Ja, cool. Cool gemacht. Bin jetzt zwar nicht so der sich hier übelst mit Street Fighter auskennt. Ja, alles im 8-Bit-Style auf jeden Fall. Ja, kann man mal machen. Ich hätte mich mehr über den 8-Bit-Joker gefreut. So, dazu sind natürlich hier auch Street Fighter Socken. Nein! Oh, ich dachte wirklich, weil das auch so orange ist. Es sind Street Fighter Socken. Aber nein. Nein, 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 cool, jetzt komme ich zu der Funko Pop. Street Fighter Ryu, wie darf man den Namen? Ja, mal schauen. Der sieht schon mal wirklich cool aus. Wow, schwer. Wow. Wii U Street Fighter Funko Pop im 8-Bit-Style. Also ich mag ja diese 8-Bit-Spiele wirklich sehr. Ich habe auch eine NES Mini hier stehen und ich bin auch ein riesen 8-Bit-Fan. Und ich glaube, da wäre es mir jetzt egal gewesen, welche Figur. Also es ist mir auch relativ egal. Ich wollte einfach mal so eine 8-Bit-Figur haben. Die sind ja jetzt unheimlich im Trend. Und ja, jetzt habe ich auch eine zu Hause stehen. Den Ryu von Street Fighter. Und Batman Socken. Und ihn auch nochmal in klein. Ja. Schön. Schön. Bei meinem nächsten Unboxing ist natürlich dann mehr drin. Und zwar wird das die My Couch Box, wie schon angekündigt.
Und dann kann ich eigentlich wirklich nur noch sagen, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr mein erstes Unboxing fandet von dieser Box. Moderiert jetzt mit ab. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich ganz schnell. Und aktiviert die Glocke. Tschüssi! Hier in der Endcard könnt ihr jetzt ein Video von mir anklicken, was euch vielleicht gefallen könnte. Oder den Button, auf dem ihr mich abonnieren könnt. Das Ganze natürlich kostenlos. Tschüssi!